Guten Morgen. Es ist schon fast 10 Uhr. Ich habe schon einiges gemacht. Viel gemacht. Mein Ideenkarussell dreht sich heute wieder. Also es ist auf jeden Fall ein besserer Tag als gestern, wo nichts ging. Ich bin froh, dass ich Montag immer sowieso als Organisationstag sehe und dann nichts mehr weiter vornehme im Prinzip. Außer Buchführung, aber das ist ja im Moment noch nicht so viel. Im Moment mache ich es auch tatsächlich meistens direkt. Also das ist ja immer nur so. Ein, maximal zwei Sachen am Tag, die ich da irgendwie eintrage. Von daher, ich hätte gestern das Budget-Check gemacht und ich muss mal ganz kurz die Nase putzen, vielleicht werde ich natürlich timen, wenn sie genau dann läuft. Und ich finde ihn immer noch gruselig, wenn er hinter mir sitzt. Aber okay, ist okay. Vor allem gruselig ist, wenn man im Fernseher, also das im Fernseher so sieht, wenn die Sonne so auf ihn rauf scheint und es im Fernseher spiegelt, wenn er aus ist, dann ist das richtig gruselig. Egal, aber warum sitzt er nicht hinter mir? Es ist egal. Das Stitch ist ja auch noch hier neben mir. Also die Blume ist auch noch da. Ja, egal. Ich habe einiges gemacht. Ich habe schon das Schreibtagebuch geschnibbelt, das morgen online gehen wird. Eigentlich möchte ich heute auch noch ein weiteres Video drehen, das heute online gehen soll. Gucken wir mal, ob ich es gleich mal schaffe. Drängelhansel war schon wieder ein bisschen dringlich. Sie hört ja immer wieder auf, aber weil Diablo auch da hinten die ganze Zeit rumwuselt. Ich kann es nachvollziehen, dass er dann sagt so, was ist da drüben los? Action, ich will auch. Und Diablo ist hier so immer öfter an der Tür auf diesem Podest da. Podest. Auf dem Rahmen. Und wie Teddy es eben auch immer macht. Deswegen ist das halt so für ihn natürlich. Wow. Ich würde sogar die Tür offen lassen. Ich habe einfach Angst. Ich habe einfach nur panische Angst, dass er dann wieder auf ihn losgeht. Ja, egal. Irgendwann muss es sein. Kriegen wir hin. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe ja, wie gesagt, mein Ideenkarussell dreht sich gerade wieder für neue Artikel. Für ganz andere Artikel. Alles immer noch buchbezogen, ne? Aber diesmal anders. Ach Gottchen. So eine ähnliche Idee hatte ich schon mal. Hab's dann verworfen, beziehungsweise kam jetzt mit Quark. Und jetzt habe ich tausend Ideen in die Richtung, die einfacher gehen und bla bla bla, als dieses Riesenprojekt-Dings da. Wahnsinn. Ja, musste nur angenommen werden, ne? Logisch. Das ist im Moment noch so eine Sache, die nicht gut funktioniert. Dass ich eben Sachen erstelle und mache und tue und keiner will sie haben. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch so, keiner weiß davon. Die, die es haben wollen würden, die wissen davon einfach nichts. Weil, woher denn? Bin ja nur ich. Alles nicht so einfach. Wir gucken mal, wohin die Reise generell so geht. Aber jetzt habe ich mich hier hingepflanzt, habe gefrühstückt und habe mir noch wieder ein paar Notizen gemacht, weil ich meinen Bücher auch nicht dabei hatte. Wobei ich das auch nicht da reinpacken wollen würde. Das eine Jahr, das kommt gleich schon diesen Monat noch raus. Ach, seht ihr? Das muss ich ja heute sogar. Nee, morgen. Heute? Morgen? Ah! Hilfe! Nee, das mache ich glaube ich mit dem anderen zusammen. Sonst wäre es zu viel Zeug auf einmal. Ja, eben, alles gut. Oh! So geht es in meinem Kopf die ganze Zeit. Das kriegt ihr gar nicht mit. Aber so, genau so, hin und her gehopselt ist in meinem Kopf. Die ganze Zeit. Wenn neue Ideen kommen und ich nicht weiß, wie, wann, wo, was, warum, warum. Ja, jetzt, sofort. Ah. Oh. Ich muss nachher auch ein Buch mitnehmen nach draußen. Eins von meinen Büchern. Weil ich da auch eine Idee habe. Dazu muss aber auf jeden Fall die Sonne scheinen. Sieht schiete aus. Also im Moment scheinen sie so lala. Gucken wir mal. Komme ich überhaupt in einer Parkbank vorbei? Ich brauche eine Parkbank. Komme ich in einer Parkbank vorbei, ist die große Quizfrage. Ich weiß nicht, ob ich an einer Parkbank vorbeikomme. Wenn nicht, muss ich wahrscheinlich einen kurzen Abstecher machen oder so. Ach, ist ja Quark. Ich laufe ja diesmal nicht durch den Park. Sondern quasi am Park vorbei. Ich streife die Parks nur. Zwei Parks. Und ich glaube, da direkt ist, glaube ich, keine Parkbank. Was kontraproduktiv wäre, weil ich dringend eine Parkbank brauche. Wir werden sehen. Ich bastel mir einfach eine zur Not. Da ist eine Bank. Am Hintergrund sind Häuser. Muss ich gucken. Also ich weiß, wo eine Bank ist. Die ist nicht sonderlich hübsch. Da saß ich schon mal drauf.
Dann krabbelten Viecher um mich rum, ich bin wieder aufgestanden. Muss ich sehen. Aber ich brauche unbedingt eine Parkbank. Dringend. Weil der Posti ist für morgen gedacht. Ich habe gerade in alle möglichen Richtungen 1.000 Millionen Ideen. Das ist echt irre. Ja, mal gucken. Ach je. Schauen wir mal. So, ich weiß nicht, wie ich wieder rübergehen kann. Er ist jetzt da oben und entspannt sich. Ich glaube. Ist das ein bisschen nach reingezoomt? Nee. Halt ist zu nah. Und wie kommt mir das so groß vor? Oh, ich weiß auch nicht. Vlog muss ich heute nicht mehr schneiden, das habe ich ja schon. Also ein Video drehen würde ich gerne noch. Das könnte ich im Prinzip auch zusammenpacken, oder? Obwohl, ich habe das ja schon. Egal, ich vergesse, was ich gesagt habe. Gedanken, ne? Das ist Gedankenhopping, nehme ich auch gerne. Aber ja, okay, ich mache da mal hier weiter. Aber ja, er rudelt da immer wieder. Und ja, ich sitze wieder hier. Hier ist was los. Und sobald ich hier rüber gehe, kommt er auch angetippelt. Sofort. Ist ja auch okay. Okay. Was? Ja, kann man mal machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein bisschen aus der Puste. Gerade mit Diablo rumgetobt. Und er bringt dir die Sache nicht zurück, im Gegensatz zu Teddy. Macht mich ja auch kaputt. Ah, sowas. Ja, da muss man immer die Sachen wieder einsammeln. Schieb, schieb. Gucken wir mal, ob das jetzt wieder funktioniert. Vorführeffekt. Da wird auch keine Lust mehr. Oh. Manometer, ey. Ah, ja, schön durch die Gegend gejagt hier. Einmal auspowern. Ach, das kommt da doch an. Ja, komm hier. Das war nix. Aber ich glaube, er hat auch langsam keine Lust mehr. Aber wir haben ja schon ein Weilchen getobt. Ich habe gedacht, das ruft dann wieder Teddy auf den Plan. Aber nein, der liegt immer noch oben. Finde ich sehr gut, dass ich hier mit Diablo mal richtig schön spielen konnte. Weil meistens, wenn hier getobt wird, ist Teddy auch am Start. Er liegt auf dem Flur völlig fertig. Völlig fertig, der Arme. Ja. Aber ist doch okay. Was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Video ist gedreht, wir schneiden wahrscheinlich. Wir schneiden ja gut. Ich glaube, das wäre ganz gut. Okay. Vielleicht habe ich mich geirrt und Teddy ist doch da. Eben war er noch nicht da. Gucken wir mal, ob ich schneiden kann. Hallöchen. Komm in der Runde mit meinem Buch. Ich gehe beim Buch spazieren heute. Das brauche ich nämlich für ein Posti. Habe ich euch erzählt, ne? Genau. Und deswegen gehe ich jetzt mit meinem Buch spazieren. Und suche eine Parkbank. Ich weiß schon, welche ich möchte. Das ist ein kleiner Umweg, aber egal. Ich hoffe, man sitzt gerade keine. Die ist sehr beliebt. Von daher hoffe ich mal, dass ich heute Glück habe. Ich bin dem ersten Spieler des Jahres begegnet. What? Ich habe eben daran gedacht, mal gucken, wann es heute so warm ist. Aber jetzt gerade kam mir entgegen. Und das war keiner von diesen weißen, cool Weißling oder sowas, sondern ein Warner. Okay. Auch heftig ist. Ich glaube, der Frühling hat einen Zug gehalten. Nicht, dass ich gerade im ersten Mittel des Jahres gesehen habe. Früher gerade dabei war. Sondern es ist warm. Ich habe meinen Schal abgemacht. Ich habe zum Glück meinen Winterjack angezogen und wir gestern schon so warm. Aber heute ist, wow. Also zumindest in der Sonne. Es ist richtig schön warm. Ich schwitze in der Jacke schon fast. Heieiei. Wunderbar. Frühling kommt. Heute ist Schmetterlingstag. Mir kam gerade ein Zitronenfalter entgegen. Was ist denn da los? Ha! Kommen noch mehr? Ich habe wirklich vorhin gedacht. Mal noch gucken, wann mir bei der Wärme und überhaupt der erste Schmetterling begegnet. Und dann kommt mir einer entgegen und jetzt kommt mir noch einer entgegen. Und ich denke mir so, hä? Okay, ich hab's verstanden. Ihr seid schon da.
Schön. So, dann drückt mir mal die Daumen. Hinter diesem Tor nach rechts und da ungefähr ein Stückchen noch liegt die Parkbank, zu der ich möchte. Ich hoffe, da sitzt keiner. Ich sehe sie noch nicht. Verdammt. Nein, da sitzt keiner. Seht ihr sie? Da vorne. Da will ich jetzt hin. Ich würde sagen, dass ihr extrem Glück gehabt, dass ihr das sieht. Ich muss welche Hunden ist nicht garantiert dahin sitzen werden. Nein, denke ich. Ich hätte gedacht, dann meistens sind wir irgendwie Hundeleute und spielen mit ihren Hunden. Aber gut. Ich habe alles im Kasten und hoffentlich kann man daraus was machen. Ich hoffe es sehr. Super. Auf die riesige Spinne, die gerade über den Weg gelaufen ist, dass ich die verzichten kann. Auf das Viech auch. Oh Gott. Das ist das Blöde. Wenn noch mehr Getier hier rumschwirrt. Kann man bitte bei Spitterlingen und an die Wellen bleiben? Das reicht mir eigentlich. Bei Insekten ist doch, ja gut, Bienen vielleicht noch, aber ja. Hoch, raschelt. Was ist hier los? Stimmt wie eine Amsel. Ach nee. Oder doch, aber ich glaube in der Maus hätte ich irgendwelche weißen Flecken gehabt. Ja. Gut. Mann, mein Ernst. Ist einfach nicht sein Ernst. Was machst denn du da? Bist du da reingesprungen jetzt gerade, ja? Hast du fein gemacht. Ganz toll. Hast eine Höhle gefunden. Super. Ganz großes Kino hier. Ganz großes Kino. Ich habe mir heute mal Eiskaffee gemacht. Ist ja schließlich warm draußen, ne? Das Sonnen ist ziemlich weg. Ziemlich weg. Aber Eiskaffee geht trotzdem. Vielleicht hilft es auch beim Reden. Wer weiß. Jetzt weiß ich, warum man Eiskaffee endlich mit Sirup macht statt mit Zucker.